So, da sind wir drinne und ich würde sagen, es sind Mobs. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier runter. Angriff! Warum hast du uns das angetan? Es ist so grausam. Ich verstehe nicht, was du meinst. Nicht wundern, der Grund für diejenigen, die neu dazukommen hier oder dazuschalten, es liegt einfach bloß daran, dass ich die Wilco-Suits immer ausziehe. Ich könnte sie auch im Kampf verwenden, weil ich keine entsprechenden ja, VP-Punkte habe, wie man es unten rechts gerade angezeigt kriegt. Oh, der scheint ein bisschen stärker zu sein. Das ist schon gut. Takto! Ah, das war's, glaube ich. Ja, das war's für ihn. Wundert mich eigentlich, dass der auch angreift. Ich hatte eher damit gerechnet, dass. Wenn du mich töten willst, dann tu es einfach. Nichts tun. Du hast also Mitleid mit uns, was? Ich glaube, wenn wir die gefangen nehmen, kriegen wir noch mehr Ärger, als wenn wir die Leute einfach laufen lassen. Kreuz des Südens, oh mein Gott. Wieder die falsche Taste. Kreuz des Südens, das ist der nicht. Kann ja bloß Kanata sein. Tatsächlich, Kreuz des Südens. Gleicher Angriffswert. Oh mein Gott, das Ding müssen wir auf jeden Fall updaten. Attribut Wasser. Diese Klinge wurde aus einem seltenen Erz geschmiedet und bringt ein seltenes aquatische Macht. Hui. Die legen wir doch gerne an. Dann haben wir wenigstens noch ein bisschen mehr Magic Damage. Ich wollte eigentlich auch mal die Dinger von Galdra mal angucken. Das ist mir auch noch gar nicht so. Halt! Jetzt hier die Skills. Funkenreißer. Oh mein Gott. Das muss ich jetzt nicht verstehen, aber okay. Weil aus irgendeinem Grund hat der gar keinen Schaden gemacht. Funkenreiser, physischer Donnertyp-Angriff, der so schnell ist, dass sich das hier kaum verteidigen kann. Ja, ich habe jetzt gar keine Schadenzahlen gesehen gehabt. Oh, eine Mondrüstung haben wir bekommen. Da gucken wir auch gleich nochmal rein. Halt, nein. Warte mal. Hä? Ach, Trainingssachen. Mondrüstung. Giftresistenz um 100 erhöht. Na, machen wir doch rein, ja. So. Neue Schatztruhe. Äther mal 3. Jawohl. Wir lebten mit den Monstern in Harmonie, um zu überleben. Wir nutzten sie zur Verteidigung. Der Angriff war nicht unsere Schuld. Nichts tun. Geh einfach, hau ab. Verschwinde. Ich will dich nicht sehen. Ich will dich einfach nicht sehen. Oh shit. Das ist der falsche Ort. Jetzt habe ich dich. Du bist also Sodas, was? Wir sind nur hier, um dich zu schnappen, musst du wissen. Das Imperium schickt euch? Ich bin General Aronos persönlich. Manche nennen mich den Sturmbringer. Danach hatte ich gar nicht gefragt. Ja, das stimmt allerdings. Jedenfalls ist das nicht fair. Wir hatten eine Abmachung. Was? Eine Abmachung? Was faselst du da? Wir hatten eine Übereinkunft mit dem Imperialen Kommando. Schluss mit dem Quatsch. Ich weiß nicht, wovon du da sprichst, aber Lord Zemrods Befehle waren eindeutig. Ich habe den Auftrag, jeden einzelnen der Zwielichter festzunehmen. Warte, hör mich an! Ich werde meine Zeit nicht damit verschwenden, dir zuzuhören, du Ratte. Einem feigen Monsterbändiger, der den Verlust verursacht hat. Du hast Leben zerstört, der Kaiser wird dich für deine Verbrechen verurteilen. Und ich, General Aronus, werde dich bestrafen.
Nein, du kriegst mich nicht. Ah. Und weg. Verflucht! Das ist der Redelsführer. Ihm nach. Lasst ihn nicht entkommen. Das hört sich für mich alles sehr schwachsinnig an. Aber wie ich es schon vermutet hatte, scheint das Imperium irgendwas verschleiern zu wollen. Dann bin ich ja mal gespannt. Präventivschlag, geil. So, haben wir noch was? Riss? Aha. Todesbeam. Machen wir mal so. Oh mein Gott. Wenn ich gut bin, treffe ich den hinten auch gleich noch. Müsste passen. Jawohl. Wieder eine Menge Erinnerungen und 2300 EP. Was habt ihr für uns parat? Nichts tun. Verschwinde bitte einfach von diesem Berg. Ja, mal mit der Ruhe. Hör auf, lass uns... Ah, hilft mir. Verdammt, was hast du mit uns vor? Ah, ich kann jetzt hier nicht rein. Wahrscheinlich kommt das erst noch. Na, gut zu wissen. So, kleinen Moment mal bitte. Ich muss mal ganz kurz was trinken, weil mein Hals wird wieder so gerade ein bisschen trocken. So, geht weiter. Der Vorteil ist, jetzt könnten wir theoretisch unsere Vulkus-Suite hier auffüllen, oder? Mal schauen. Nee, doch nicht. Hä, wie werden denn die aufgeladen? Ich weiß es nicht. Ja, oh, hab ich mich erschrocken. Aber nur leicht. Aber jetzt gucken wir erstmal. Tatsächlich 0 Punkte, warum eigentlich? Ich verstehe es nicht. Ah, deswegen, weil die selbst... Das sind selber Donner-Kreaturen. Das hätte mich auch gewundert. Okay, alles klar. Und wieder eine Mondrüstung. Nice. Mir egal, was du mit mir machst, tu aber meiner Frau und meiner Tochter nichts an. Nichts tun. Bitte, bitte rette mal meine Frau und kleine Tochter. Wieso retten? Was ist denn hier los? Keine Ahnung, warum ich das machen könnte, aber alles klar. Hier zumindest haben wir noch einen... Was? Bettsenf? Kenne ich auch noch nicht. Was ist denn das? Bettsenf? Unglaublich, wie kann das passieren? Ja, was denn? Wir sind am Ende. Jetzt ums Überleben kämpfen ist schlimmer als der Tod. Ist durchaus möglich. Hallo? Ah. Shara, nein! Wir haben jetzt keine Zeit für Quälereien. Was? Quereleien. Was? Wir haben jetzt keine Zeit für Querelen. Untereinander. Ah, alles klar. Wusste ich's doch, dass etwas faul ist. Was hast du hinter dem Rücken unseres Volkes getrieben? Raus mit der Sprache. Was war das für eine Absprache mit dem Imperium? Warum werden wir angegriffen? Wie soll ich das wissen? Ich wollte nur das Beste für unser Volk. Na schön, wenn du nicht reden willst, jage ich dir diesen Pfeil in die Brust. Das dürfte interessant werden. Aber diese Soldaten des Imperialen Kommandos.
Du bist unsere Kriegsmaid. Du kannst sie besiegen, oder? Wenn es dir nicht gelingt, werden alle, die dir am Herzen liegen, im Gefängnis enden. Soras, du Mieser! Ich folge dem Anführer. Das hier überlasse ich dir. Oh Gott sei Dank ist Galdra weg. Ich fand ihn so ein bisschen nutzlos. Ah, wieder reinnehmen. Das ist schön, dass es wenigstens anzeigt, dass du wieder hinzugefügt wirst. Bitte wehrt euch nicht. Könnt ihr nicht einfach aufgeben? Wir wollen euch nichts tun. Du, das Imperium. Ihr werdet dafür büßen, dass ihr unseren heiligen Berg Rahet entweiht habt. Das ist bestimmt auch noch so ein Charakter, der uns beitreten wird. Sieht aus, als müssten wir kämpfen. Macht euch bereit. Warum geht denn der in den Vulko-Suite? Ist der dämlich? Aha, Shara. Ich knall erstmal auf Shara ein bisschen was drauf hier. Zielstrahl. Oh, das geht sogar. Verfehlt. Aua. Oh mein Gott! Bisschen viel Damage. Skills Flamme. Ich hoffe mal, dass diese Fungo nicht nochmal auftauchen. Dann müsste es eigentlich schon gewesen sein. Jawohl. Oh mein Gott. Ja, das ist natürlich jetzt so doof gelaufen. Oh, was, alle drei besiegt? Alter, ist das mies. Wie soll ich denn das jetzt machen? Die hittet mich ja teilweise mit ihrem Shot. Alter, leckt mich am Arsch. Ich kann machen, was ich will. Alter, ich bin besiegt worden. Alles klar. Game over. Und dann war die ganze Welt verloren. Alter, die hat mich ja komplett auseinandergenommen. Wie geht das denn? Richtig krass. Ich glaube, da gehe ich gleich nochmal hoch und tue speichern. Ey, die Typen sind ja hier ein Scheißdreck dagegen. So. Ja, ich hätte vielleicht erst die Fungus töten sollen. Es war auch ein bisschen dämlich, dass der Dings in seinen Vulko-Suite gegangen ist. Obaro ist er, nicht Oboro. Das war halt das einzig Dumme drin, dass der da reingegangen ist. So. Nichts tun. So, und dann gucken wir gleich nochmal. Ausrüstung. Spirit Knight war es nicht. Hier Trainingsanzug, Mondrüstung. Dunkelresistenz. Momentan haben wir eigentlich, glaube ich, nichts Dunkles. So. Gut, jetzt gehen wir nochmal eben hoch, tun nochmal speichern. Beziehungsweise unsere verloren gegangenen Lebenspunkte auf. Frischen. Damit wir halt den Kampf, falls ich jetzt hier krepiere, nicht nochmal nochmal machen muss. So, Start vorspulen. Ja, das ist natürlich geil. Du brauchst einfach bloß Start gedrückt halten. Nur das alles vorgespult.
So, jetzt müsste ich eigentlich, genau, Obaro wieder ins Team holen können. Oh mein Gott, das wird lustig. Ich darf halt nicht so extrem auf dem Punkt stehen. Skills, Blutklinge. Müsste eigentlich... Nee, war's noch nicht. Charme. Normalerweise müsste der Vulkusweed sowas abfangen können. Luftschlag, Ignishebung. Das ist dumm, wenn ich das jetzt mache. Deswegen werde ich mal einen Trank auf ihn hauen. Und bleibe einfach da stehen, wo ich jetzt bin. Ah, stimmt, er ist ja betört. Kann ich das irgendwie rückgängig machen? Das ist natürlich richtig dumm. So. Boah, die hat eine Menge HP. Oh mein Gott. Schallring. Schon wieder? Alter, ist das ätzend. Das ist der Vorteil, du brauchst immer bloß A drücken. Es wird einfach nur geheilt. Na, komm schon. Müsste eigentlich reichen. Reicht noch nicht. Aber ich glaube, mit den nächsten Angriffen kann ich das, denke ich, mal beenden. Ja, das war's gewesen. Oh mein Gott, Alter, dieser Kampf war ja richtig krass. Dass die uns so extrem Nerven kosten kann, das hätte ich jetzt eher nicht vermutet. Na gut, was willst du von der Kriegsmaid erwarten, ne? Gebt schon auf, ihr habt verloren. Sei nicht albern, ich kann auch kämpfen. Zwielichter verlieren nicht gegen euresgleichen. Ah. Los, Abmarsch! Für ein einziges kleines Mädchen ist das ganz schön viel, oder? Ihr habt das gesamte Terramit vom Berg gestohlen. Wisst ihr imperialen Idioten eigentlich, wie gefährlich es ist? Das Imperium hat Terramit gestohlen? Ich werde dem Imperium niemals verzeihen. Dieser Anführer namens Sodas ist entkommen. Er hat die Frauen und Kinder seines eigenen Stammes als lebende Schilde benutzt. Wir hatten keine andere Wahl, als ihn ziehen zu lassen. Sodas! Sieht aus, als wäre der Anführer der Zwielichter nichts als ein Feigling. Auch ziemlich krass, hä? Meine Güte. Du bist also Shara, wie? Die anderen nannten dich die letzte Kriegsmaid. Ich habe bei der Erfüllung meiner Pflicht versagt. Es ist die Aufgabe der Kriegsmaid, das Imperium aufzuhalten. Haha, dass ich nicht lache. Das Imperium wird es immer geben, zumindest solange es mich gibt.
Wir müssten vielleicht nochmal in den Berg Rahed rein. Alles klar, wir haben fast alle Zwielichter gefangen genommen. Also, wie viele Zwielichter habt ihr, Knirpse, gefangen? Was soll das, Kanada? Du hast keinen einzigen Zwielichter gefangen? Ich hatte mehr von dir erwartet. Ich bin richtig enttäuscht. Ich streiche dich von meinem Wunschzettel. Na Gott sei Dank. Und eine Belohnung kannst du vergessen. Die bekommt nur, wer Zwielichter fängt. Warum soll ich Leute fangen? Hast du ja Latten am Zaun? Tja, was getan ist, ist getan. Kehren wir in die Hauptstadt zurück. Worauf wartest du? Abmarsch! Zack, zack! Links, rechts, links, rechts. Glaubst du, wir haben das Richtige getan, Kanata? Ich glaube nicht.